Was geht ab, meine lieben YouTube-Freunde? Willkommen zu einem neuen Musik der Woche-Video. Ich habe leider nicht so viel Zeit, deswegen springen wir direkt ins Thema. Und der erste Song, auf den wir reagieren, kommt von Gabi Brach. Und das ist auch der aktuellste. Er ist auch momentan auf Platz 1 der YouTube-Trends. Wer hätte das gedacht? Na 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 na. Nein, oder? Nein! Hat der echt die Ostboys am Start für dieses Video? Oh mein Gott, okay, spätestens jetzt schon verdient auf Platz 1 der YouTube-Trends. Das war's mit dem Review, wir können direkt das nächste Lied machen. Wie geil ist das denn? Ey, die Jungs, ey, den gönne ich alles, die feiere ich so hart. Das sind, glaube ich, sogar meine momentanen Lieblings-YouTuber, ey, die sind so krank unterwegs, Alter. Haha, die Ostboys. Na 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 na. Ты моя любимая. Okay, es scheint russisch zu sein. Krasnivia, irgendwie sowas. Auf jeden Fall heißt es hübsch. Ich glaube sogar gesehen zu haben, dass Mois dazu eine Übersetzung hochgeladen hat. Das finde ich ziemlich interessant. Muss ich mir wahrscheinlich nochmal geben. Aber passt natürlich, ne? Russe, dann Ostboys, Russen, so. Also, ist geil. Einfach geil. Справедливая, непобедимая, ты моя, я, baby, ты моя, я. Ты моя любимая, такая дивная, красивая, я. Nice, richtig nice. Ich hoffe so sehr, dass das Sommerhit des Jahres wird, ey. Ich vermisse ein bisschen die Kopfhörer über dem Ohr, die immer so runterbaumeln. Die vermisse ich ein bisschen. Das Beste mit der Hand. Moment. Der Blick im Hintergrund, Alter. Vor allem, das ist produziert von Crates und Danny EB. Alter, das sind ja womit die genialsten Beats-Producer, die es gibt. Der Junge, ey, dieser Kapi macht zurzeit alles richtig, ohne Mist. Ja, sie regt mich manchmal auf und macht mich manchmal krank, aber jeden meiner Gucci-Pullis wäscht sie mit der Hand. Komm, wir fahren ins Hotel, Baby, lass uns einfach rumliegen. Wir rauchen Joints, gucken Netflix, ich bin zufrieden. Aber ich hasse diesen Gucci-Style. Ich finde kaum was hässlicher als diesen Gucci-Style. Sein Rap hat aber was, ne? Umso öfter ich den höre, desto mehr gewöhne ich mich an den Shit, Mann. Ist es nur ein One-Night-Stand? Ist es nur ein One-Night-Stand? Na, na, na. Dieses Bild ja allein schon spricht auf Ende, ey. Das muss ich eigentlich direkt zum Thumbnail vom Video machen. Ich komme nicht auf dieses Video klar. Wie kann man nur so ein geniales Video haben? Ich glaube, dieses Album notiere ich mir direkt mal auf meiner Release-Liste. 22.06. Gabi Brach. Ja, und auf Platz 2 der Trends, und ich weiß noch nicht so wirklich, ob ich es gut finde. Was ich schon mal krass finde, so, meine Meinung spiegelt auch dieses Like-Dislike-Verhältnis wieder. Man sieht hier direkt die Hälfte fast ist Dislike. Also, ist schon krass. Wie soll man das jetzt richtig ausdrücken? So, okay, macht für mich mittlerweile so richtig rundgelutschte Chartmusik. So. Ich würde mir einfach mal wieder so ein bisschen den alten K zurückwünschen, wo es ein bisschen mehr um Rap geht. Ich schreib dich an und auf du bist dabei. Heute fahren wir unseren eigenen Film und der dreht sich nur um uns zwei. Der Typ wird nicht nur verglichen mit Justin Bieber, der sieht einfach auch so aus wie Justin Bieber, ey. Zieht euch den mal rein. Unfassbar. Mann, ich will Netflix und chillen. Der hat auch irgendwie genau den gleichen Style wie Kay, ey. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie die ganzen Kids im Park mit diesen Bluetooth-Speakern diesen Song spielen. Wow. Ich meine, es klingt nicht schlecht, aber es ist halt genau die Musik, die dir nach ein paar Mal hören so richtig aufs Sack geht, Alter. Also nimm den Hoodie, scheiß mal auf das Abendkleid, das was ich vorhab, überschreitet jetzt den FSK-Bereich. Jetzt mal von dem rundgelutschten, quietschbunten Video abgesehen, so. Mit dem Rap kann ich jetzt eigentlich nicht meckern, so gerne ich es auch machen würde. Ich bin der Narcos liebt, du liebst Christian Grey, kein Problem, heute kriegst du deine 50 Shades of K. Obwohl es halt echt auch eine Mischung zwischen kitschig und cringy ist, Alter. Freundschaft plus, wir landen sofort im Bett, ich mag's, wenn du mich beißt, wie bei The Walking Dead. Mag's, wie du mich beißt und ich verblute, wie bei Walking Dead. Ich schreib dich an und auf du bist dabei. Heute fahren wir unseren eigenen Film und der dreht sich nur um uns zwei. Der Junge sieht aus wie 13. Aber Hauptsache, er will Netflix und chillen. Jo, und es gibt natürlich auch neuen Output von UFO und quasi direkt hinterher, Alter, die Top 5 der YouTube-Trends sind irgendwie komplett durch Rap bestimmt gerade. Und natürlich irgendwelchen türkischen Serien namens Bülüm oder Çülüm oder keine Ahnung, wie sich das immer in die Trends schleicht.
Ja, und eine schöne Sache nebenbei, ich sehe gerade, Factory TV steht hier dahinter, das heißt, ich muss aufpassen, dass ich nicht länger als 2,5 Sekunden das Ganze hier spiele, sonst gibt's wieder einen Copyright Strike und das Video wird weltweit gesperrt. Ja, ja. Die Ratten wollen mich bremsen, lass mich nicht mehr provozieren, ja. Ja, ja. Ich würde es extrem feiern, wenn in diesem Auto statt ihr Young Horn sitzen würde. Die werden wie füreinander geschaffen, Mann. Ja, sie puppen meine Mucke jetzt in jeder Stadt. 20.000 für ein Auftritt, doch ich stehe da. Irgendwie habe ich auch momentan das Gefühl, dass alle relevanten Rapper momentan in den Deal mit dieser Klamottenmarke haben. Ich bin im Studio, wo soll ich sein? Ja, Dicker, warum nervst du? Ich bin im Studio, ich arbeite, nerv nicht am Monokul. Alter, was war das denn? Gut, das reicht dann an der Stelle auch erstmal. Jetzt geht es um einen der sympathischsten Menschen, die ich mir vorstellen kann auf diesem schönen Planeten. Und das ist Will Smith. Will Smith ist doch tatsächlich am diesjährigen WM-Song beteiligt. Ich hoffe, der haut so einen richtig geilen, freshen Prince of Bel-Air-Rap raus. Und das können wir klein lassen, weil ein Video gibt es dazu nicht. Trompeten sind immer gut. Fast so gut wie Vuvuzelas. Der in der Mitte sieht ein bisschen aus wie The Rock. One Life passt auch immer perfekt rein, wenn es um die ganze Welt geht. So, One Life. One Life. One Love, One Life. One Life, One Love. What the fuck erzähle ich hier überhaupt? One Life, live it up, cause you don't get it twice. One Life, live it up, cause you don't get it twice. For the love. I'ma rap where I'm coming from. Every nation under the sun. Elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching. So let's get this popping. We all out, we right on it. Nicer part. Ich hätte es mir jetzt vielleicht ein bisschen krasser, ein bisschen aggressiver gewünscht so. Ich meinte ein bisschen mehr Power in die Stimme so. Aber war trotzdem ganz cool. Hat eine ganz gute Figur gemacht, kann man schon sagen. Und da ich versprochen habe, zu fast jedem Musik der Woche auch jemanden am Ende noch mit reinzunehmen, den ihr mir vorschlagt, der noch nicht bekannt ist, auch wenn man sich selbst vorschlägt, wie in diesem Fall, werde ich dem jetzt nachkommen. Engel ohne Flügel. Ziemlich aufwendiges Video bisher, also ich könnte es wahrscheinlich nicht so schneiden. Geh, lauf, lass mich liegen, ich werde selber klarkommen und von der Maske getrieben. Habe schon gelernt, aus der Distanz zu leben und werde weiterhin versuchen, dir gern nachzugeben. Also Stimme haut mich bis jetzt noch nicht so um, aber ich gebe der Sache mal noch eine Chance. Meine Hände zittern und meine Haut bröckelt. Bei dem Gedanken an deinen Namen will ich in die Hölle. War es mein Fehler, dass ich Gefühle zulass? Ich weiß es nicht, will einfach meine Ruhe haben. Bei dem Gedanken an die Liebe will ich heute frei sein. Also, man muss schon mal sagen, Video bis hierhin, ich bleib dabei, aufwendig gemacht und auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also der Rap an sich oder beziehungsweise erstmal deine Stimme, ich weiß jetzt nicht, ob es einfach nur nicht auf den Beat passt. Ich werde mir tatsächlich gleich auch nochmal ein anderes Video von dir anschauen. Oder ob die allgemein ein kleines bisschen, klingt ein bisschen schwach, irgendwie so ein bisschen, könnte ein bisschen selbstbewusster klingen. Muss ich jetzt mal wirklich hier das hier abchecken, was von dir 3000 Aufrufe hat. Hayat, hayat, hayat. Kalbim senin için atıyor, ela gözlüm. Bu yaşlar senin için akıyor, çok üzüldüm. Also ich verstehe zwar nichts, es klingt türkisch, oder? Ja, also mein abschließendes Fazit, Digga. Auf Türkisch klingt es für mich ein bisschen passender. Also ich finde, auf Türkisch wirkst du nicht nur selbstbewusster, sondern da klingt einfach auch ein bisschen besser. Ja, also Grüße gehen auf jeden Fall an dich raus. Sehr, sehr mutig von dir. Und wenn ihr noch weitere Vorschläge habt, dann schickt mir den Chat einfach. Ansonsten bin ich jetzt erstmal raus und wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi! Na, 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 na. Ты моя любимая, такая дивная, красивая я. Справедливая, непобедимая, ты моя я, baby, ты моя я.